Yo, Typeout ist hier Rapper, die von geistigen Problemen rappt. Genau geht es drum, wie sich der traut, bloß durchs Leben steppt. Dabei denkt er sich dann, ja, das gibt's im Map kein zweites Mal. Doch bleibst du damit safe, mit deiner Nummer, wie die Seitenzahl. Immer zu das gleiche, fuck, ich halte es einfach nicht mehr aus. Zuerst Schmiede, danach Phantom, sind jetzt Depri mit dem Baus. Deine Mucke ist das Geilste für Paket, ich zieh sie ritzen. Deine Themen so beschissen, nicht mal Willi will es wissen. Ich mach auf X-Faktor und erzähl dir was Unfassbares. Deine Mucke ist nicht deep, wenn du im Cover unter Wasser bist. Hey, du machst doch cool und unantastbar als und Hilfe 2 und während dessen wirkt dein letzter Track, als wird zum Hilfe schreien. Vielleicht kann sich dieses Rappen einfach lieber sein. Wie soll ich dir helfen, wenn du es nicht mal selber weißt? Kein Problem, ich meine, ich sehe doch, wie es dich zerreißt. Solltest du es lassen, ey, ich sag ganz sicher, ja. Komisch. Mir kommt's vor, als hätte ich was vergessen. Was war's nochmal? Ach so. Flo ist dumm. Hey Flo, was hast du diese Leiche so geschunden? Auferstanden aus der Asche bringt der Teil wohl in die Runde. Nicht nur, dass der klappert, nee, der rappt doch besser als du. Währenddessen klingt dein Voice-Pitch wie Jack von Crack auf Entzug. Flo ist dieser Typ, der bisschen mehr kann als der Rest. Und dann meint, es wird ausreichen, diese Szene voller Cacks auszunutzen, nur weil du keinen Bock hast, für ein Video Mensch zu zahlen. Heißt das nicht, dass du auch fähig bist, das Feedback zu ertragen. Ja, du nutzt deinen Status, um Monados zu sparen. Denn wer Videos für dich dreht, kann ein bisschen Fame von dir haben. Aber wenn sie sich erdreisten, dich nach Barem zu fragen, gibt es nichts. Sei für dich klar war, dass die Eigenkosten auch ohne Bezahlung ertragen. Aber gut, du bist blau und so dope, haben wir schon verstanden. Ist schon okay, du darfst halt nicht gehen. Kommst du zu einem Begräbnis und fragst, du wer will gratis für mich drehen? Du wer will gratis für mich drehen? Hey, eure Taktik hier im MP4 finde ich echt verwirrt. Wird was bringen und sich feiern, hat schon Ducky etabliert. Wenn ihr beide jetzt so weitermacht, ist klar, dass ihr verliert. Und wenn ihr ernst battlen solltet, dann aus Angst, dass ihr krepiert. Dass du Tyvote nur für diesen Scheiß exhumierst, ist bemerkenswert, weil er direkt mit einer Herzattacke stirbt. Während er, so wie du rappst, den Fuchs in Asche ejakuliert. Ich frag Drastic, hat der Ahnung oder wollt das nur probieren?